Ja, und damit sind wir schon mitten im Thema. Herzlich willkommen zu unserem, das heißt Annes, Ramonas und meinem Vortrag zu Memes und Image-Makros im Rahmen des Seminars Kleine Textform. Erst einmal eine kurze Übersicht, was auf euch zukommt. Ich werde erstmal in das Thema einführen und die Definition ein bisschen beleuchten und die Entwicklung des Begriffs und wo der überhaupt herkommt. Und werde dann in einem kleinen Exkurs noch ein paar intermediale Formen vorstellen, bevor Ramona dann etwas mehr in die Tiefe geht, der Image-Makros, dem Aufbau dieser und auch die linguistischen Strukturen und natürlich unser Hauptthema, die Einordnung in die kurzen Texte. Am Schluss haben wir dann noch ein paar weiterführende Fragen, mit denen wir uns dann in der Diskussion beschäftigen können, oder die vielleicht auch einfach so ein kleiner Denkanstoß sein können. Also starten wir mit den Definitionen. Wahrscheinlich kennt ihr alle Memes, ihr könnt alle irgendwie was damit verbinden und wisst eigentlich, was das ist. Und doch werdet ihr gleich feststellen, dass es gar nicht so leicht ist, das Ganze zu definieren, weil wie oft bei Internetphänomenen ist es auch hier der Fall, dass sich das einfach so schnell entwickelt und immer wieder verändert, dass auch die Definitionen ja quasi stetig im Wandel sind. Wenn man jetzt zuerst mal im Duden nachschaut, im Online-Duden, findet man gar nicht das Wort Meme, wie wir es nutzen, mit einem E noch hinten dran, sondern den einzigen Eintrag, den man findet, ist Meme. Und als Bedeutung steht da eine kulturelle Grundeinheit, Gedächtniseinheit, die sich in Form eines Schlagwortes, einer politischen oder religiösen Anschauung, einer Mode oder ähnliches auf den Menschen als eine Art Wirt überträgt und von diesem in einem Prozess der Imitation verinnerlicht und an andere weitergegeben wird. Das hört sich jetzt erstmal sehr komplex an und auf den ersten Blick hat das irgendwie wenig mit dem Meme zu tun, was wir kennen. Schaut man im englischen Wörterbuch, findet sich als erstes eine sehr ähnliche Definition zu dem, was wir im Duden gefunden haben. Und dort gibt es aber auch noch eine zweite Bedeutung, und zwar an image, video, piece of text, typically humorous in nature, that is copied and spread rapidly by internet users, often with slight variations. Okay, das hört sich schon eher an nach dem, was wir unter Meme verstehen, wie wir Meme kennen. Und doch gibt es da durchaus eine Schnittmenge zwischen beiden Bedeutungen und die hängen miteinander zusammen. Denn die ersten Bedeutungen und das, was im Duden vermerkt ist, geht zurück auf Richard Dawkins, ein Evolutionsbiologe, der hat diesen Begriff geprägt bzw. überhaupt das erste Mal verwendet, und zwar in seinem Buch Das egoistische Gen von 1979. Er suchte nach einem Wort, das zum Ausdruck bringt, wie kulturelle Merkmale von Menschen zu Menschen und über Generationen auch weitergegeben werden. Also er versuchte die Evolutionstheorie auch auf die Kulturgeschichte anzuwenden. Und er schreibt in seinem Buch: Wir brauchen einen Namen für den neuen Replikator, ein Substantiv, das die Assoziation einer Einheit der kulturellen Vererbung vermittelt oder einer Einheit der Imitation. Und daraus entwarf er dann ein Kunstwort sozusagen, eine Zusammensetzung aus dem griechischen Wort Mimema, was so viel heißt wie etwas Nachgemachtes. Wir kennen das auch im deutschen Wort mimen, also etwas nachmachen, plus das Wort gen wird im Deutschen dann zum Meme oder im Englischen, wo der Ursprung ist, Mimema plus Gene macht zusammen Meme, um halt diesen Gegensatz zu dem Gen in der Evolutionsbiologie zu finden, das Meme in der Kulturgeschichte. Und Memes können nach Dawkins
fast alles eigentlich sein. Also es können Melodien, Gedanken, Schlagworte, Kleidermoden, die Art, Töpfe zu machen oder Bögen zu bauen sein. Also alles, was irgendwie von Mensch zu Mensch weitergegeben wird. Ja, und gerade dieses zentrale Element des Weitergeben und Teilens ist der Grund, wieso Internet-User angefangen haben, diesen Begriff auch für Internetphänomene zu nutzen, für Dinge, die sehr präsent sind, die weit verbreitet werden. Und Limo Schiffman, die sich sehr intensiv mit Memes auseinandersetzt, schreibt deswegen: "What internet users seem to have grasped and Richard Dawkins couldn't have imagined back in 1976 is that the meme is the best concept to encapsulate some of the most fundamental aspects of the internet in general and of the so-called participatory or Web 2.0 culture in particular." Den Begriff, den Dawkins also eigentlich in einem anderen Zusammenhang prägte und geschaffen hat, passt total gut, um diese Internetphänomene zu beschreiben. Nichtsdestotrotz hat es sich zu was ganz anderem natürlich entwickelt und braucht daher auch eine neue Definition. Und Schiffman schlägt daher Folgendes vor: "I suggest defining an internet meme as a group of digital items sharing common characteristics." Also zunächst einmal ist also wichtig, dass sie Gemeinsamkeiten haben. Sie ähneln sich im Inhalt oder in der Form. Das weiteres Merkmal für ein Internet-Meme nach Schiffman ist, that they were created with awareness of each other. Jemand erstellt etwas mit dem Bewusstsein, dass die anderen Memes auch schon existieren und sie nebeneinander existieren. Und als dritten Punkt, der besonders wichtig ist, were circulated, imitated and or transformed via the internet by many users. Also ganz zentral ist hier das Weitergeben, das Imitieren, dass es unter vielen Usern zirkuliert und dabei immer wieder verändert wird, variiert wird und zum Teil auch eben kopiert wird. Das ist wiederum der ganz zentrale Aspekt von Dawkins vorher, wo es kulturelle Merkmale waren, die immer eins zu eins oder in leichter Variation weitergegeben wurden. Eine kurze Entwicklungsgeschichte überhaupt zum Begriff Meme. Nach dieser Definition zählt nämlich bereits das erste Smiley sozusagen von Scott E. Fahlman 1982 in einem Forum dazu. Er nutzte das, um seine Aussage ein bisschen klarer zu formulieren, um irgendwie zu kennzeichnen im Internet, wenn nur Text gebraucht wird, dass er etwas nicht so ernst meint. Und wir kennen das alle, es hat sich total etabliert in den nächsten Jahren. Es gibt Variationen, statt der Klammer ein D und wir wissen, es ist ein lachender Smiley. Und es wird immer wieder kopiert. Also kann man das als eine Art erste Meme bezeichnen. In den 90ern kamen dann weitere Sachen dazu, die besonders viral gingen und immer weiter geteilt wurden. Einmal dieses tanzende Baby von 96 und die tanzenden Hamster von 98. Ab der Jahrtausendwende fing dann das an, was wir heute oft als Meme bezeichnen oder was uns als erstes bei dem Begriff in den Sinn kommt, nämlich die Image-Makros, welche einfach eine Komposition aus Bild und Text sind. Und rechts seht ihr eins der ersten Image-Makros, das verbreitet wurde, was aus einem Videospiel und einem Übersetzungsfehler stammt. Und auch wenn das an sich schon älter ist, das Videospiel ist von 89, war es um 2000 rum, dass dieses Meme, dieses Image-Makro erst richtig berühmt wurde und geteilt wurde. Und überhaupt erreichten die Image-Makros immer größere Bedeutung im Netz, was dafür sorgte, dass immer mehr Plattformen gegründet wurden, die diese teilen, beziehungsweise umgekehrt diese Plattformen natürlich auch dafür sorgten, dass
Image-Makros und Memes immer eine größere Bedeutung erlangten. 2004 wurde Facebook gegründet, am Anfang noch nicht so relevant, aber es entwickelte sich auch immer mehr zu einer Plattform, wo auch Memes geteilt werden konnten und auch wurden. 2003 haben wir das Imageboard 4chan. 2005 wurde Reddit gegründet, was dann aber erst wirklich 2008 seine Meme-Sparte begonnen hat und natürlich ganz bekannt 9gag von 2008. Nun müssen wir aber unterscheiden nach der ursprünglichen Definition, dass Memes nicht gleich Image-Makros sind, sondern nach der Meme-Definition gehört noch ganz viel anderes dazu. Videos gehören dazu, Internet-Challenges wie die Ice-Bucket-Challenge kann man darunter zählen. Das heißt also, Memes können Image-Makros sein, aber nicht alle Memes sind Image-Makros. Und umgekehrt ist aber auch nicht jedes Image-Makro ein Meme. Viele Image-Makros sind Memes, aber nicht alle nach der Definition von Schiffman, denn auch hier ist entscheidend, dass das Image-Makro viel geteilt wurde, dass es sich weit verbreitet hat und gegebenenfalls auch immer weiterentwickelt wurde und ein bisschen variiert wurde. Was heißt das jetzt? Also mal ein bisschen praktisch ein kleines Beispiel dazu. Oben ein viel verbreitetes Meme aus der Corona-Zeit. Unten das Bildmakro von der Anfangssequenz. Das Zoom-Meme, es ist ein Image-Makro, das kann man sehen. Es wurde viel verbreitet und war sehr präsent im Internet oder ist es zum Teil immer noch, ist damit ein Meme. Das von der Anfangssequenz besteht aus Bild und Text, ist also ein Image-Makro. Ob es ein Meme ist, kann man zu jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, denn es ist noch ganz neu. Aber ich schätze, die Wahrscheinlichkeit ist doch recht gering, dass das zum neuen Internet-Hit wird. Also würde ich das mal nicht als Meme bezeichnen, nach der Definition von Schiffman. Nun ist es aber so, dass sich Internet-User herzlich wenig darum kümmern, welche Meme-Definition es irgendwo gibt und sich auch nicht daran halten, sondern sich eher ihre eigene Definition entwickeln. Und das merkt ihr sicher daran, dass, wenn ihr überlegt, was ist eure erste Assoziation? Und eigentlich bezeichnet man heute fast alles, was ein Image-Makro ist, auch als Meme. Wahrscheinlich hättet ihr das unten auch einfach als Meme bezeichnet. Und 2014 war zum Beispiel auf der Seite Encyclopedia Dramatica, einem Art satirischen Wikipedia, folgender Eintrag zu finden, der das Ganze sehr zugespitzt formuliert, aber auch auf den Punkt bringt. Its original meaning is no longer used except by sociology majors. In short, memes are a way for even friendless losers to have unfunny inside jokes. Hier wird also schon deutlich, niemand nutzt wirklich diese alte Definition oder hält sich daran, sondern was jetzt im Vordergrund steht, ist der Witz als solches. Das wird auch deutlich, wenn man sich anschaut, was Meme-Generatoren im Internet von sich erzählen. Die Unterhaltung ist im Vordergrund und es geht nicht mehr darum, dass es viel geteilt wird oder ein Internet-Hit wird. Somit ist auch die Bezeichnung Meme-Generator eigentlich ein Widerspruch, denn man selbst hat nicht in der Hand, ob es ein Meme wird, nach der Definition von Schiffman zumindest. Denn man kann etwas erstellen, was die Voraussetzung erfüllt, ein Meme zu werden. Aber ein Meme wird es erst dadurch, wenn andere Leute die Idee gut finden, das aufgreifen und wieder weiter teilen. Aber man sieht, es ist immer weniger relevant geworden. Stattdessen ist es eine Art Insiderwitz. Memes sind in erster Linie eine Art der Kommunikation im Internet, bei der der Witz, die Unterhaltung im Vordergrund steht. Und wie das immer so ist mit Kommunikation, versteht man den Witz nur, wenn man auch den Code kennt, um diesen zu entschlüsseln, wodurch sich auch
immer mehr kleinere Gruppen entwickeln, wo Memes geteilt werden, die also gar nicht dafür bestimmt sind, eine große Masse zu erreichen. Und die definieren sich durch ein gemeinsames Merkmal und die wiederum verwenden einen eigenen Zeichencode. Und versteht man diesen, dann gehört man quasi auch dazu, dann ist es wahrscheinlich, dass man auch dieses Merkmal hat. Oder Gemeinsamkeiten sind zum Beispiel Interessen, Hobbys. Und es kann so weit runtergebrochen werden, dass es auch denkbar ist, dass es im Familienkreis oder im Freundeskreis solche Art Memes sich entwickeln, also Image-Makros, die man vielleicht aus Spaß teilt, weil sie irgendwie so einen Insider-Witz wiedergeben. Jetzt komme ich noch zu dem kleinen angekündigten Exkurs zu intermedialen Erscheinungsformen. Denn wenn die Memes häufig reproduziert werden, immer ein bisschen variiert werden, führt es dazu, dass sie besonders bekannt werden, dass sie immer mehr Leute erreichen und das wiederum setzt die Voraussetzung dafür oder gibt die Möglichkeit, dass diese auch immer weiter reduziert werden können und trotzdem noch erkannt werden aufgrund kleiner Gemeinsamkeiten, aufgrund kleiner Zeichen und gleichzeitig ermöglicht das auch, dass sie in andere intermediale Formen quasi wandern. Und dafür habe ich mal ein paar Beispiele. Angela Merkel den berühmten Satz: Internet ist für uns alle Neuland, was im Internet eine ganz große Bewegung lostritt, um allerlei Memes und Beiträge zu finden waren unter dem Hashtag Neuland. Und Sixt ist einfach auf diesen Zug aufgesprungen und hat auch ja, sein eigenes Meme erstellt, sein eigenes Werbememe. Genau, das als kurzer Exkurs. Ich gebe das Wort weiter an die Ramona. Ja, in diesem zweiten Teil wird es jetzt speziell um Image-Based Internet-Memes gehen. Dazu hier nochmal kurz die Gliederung für diesen Teil. Zuerst werde ich vorstellen, was unter Image-Based Internet-Memes zu verstehen ist. Dann werde ich auf Image-Makros eingehen. Da hatte ja Tabea schon was zu gesagt, kurz. Genau, dann werde ich einige Beispiele nennen, die Funktion des Bildaktes kurz darstellen, ein paar Eigenschaften von Memes nennen und zum Schluss werde ich die Frage angehen, ob Memes Texte sind. Image-Based Internet Memes basieren, wie der Name sagt, auf Bildern. Auf der Folie seht ihr eine Kategorisierungsmöglichkeit von Lima Schiffman. Sie hat Memes in 9 Meme-Genres aufgeteilt und 3 davon sind Image-Based, also bildbasierend. Und zwar sind das die Reaction-Photoshops, Photo-Feds und Stock-Character-Macros. React-Photoshops sind Bilder, die als Reaktion auf ein bekanntes Foto entstehen, wie hier der Situation Room. Hier werden soziale und politische Themen angesprochen. Photo-Feds sind Inszenierungen, das heißt, Individuen posieren auf bestimmte Art und Weise und das ahmen andere danach. Hier das Beispiel Planking unten links. Es handelt sich quasi um eine Massenperformance, zumindest wenn es viele, viele Leute nachmachen. Stock-Character-Makros sind Bilder mit Text, die meist stereotype Verhaltensweisen darstellen und damit auf politische und soziale Themen eingehen. Diese Makros werden uns jetzt weiter interessieren, jedoch sagt die Internet-Community nicht Stock-Character-Makros, sondern Image-Makros, einfach weil es nicht nur Stock-Characters betrifft. Die Definition von Image-Makros lautet wie folgt: An Image-Makro is a broad term used to describe captioned images that typically consist of a picture and a witty message or a catchphrase. It is one of the most prevalent forms of Internet-Memes. Im deutschen Raum wird statt Image-Makro auch gerne Bild-Makro gesagt. Oder Michael Johann und Lars Bülow sagen beispielsweise auch Bildsprachetexte bzw. Bildsprache-Internet-Memes. Es gibt für Image-Makros einen prototypischen Aufbau. Dieser Aufbau gestaltet sich bimodal, besteht also aus Text und Bild. Der Text befindet sich oben und unten vom Bild, also entweder im Bild selber oder über und unter dem Bild. Der Top-Text beschreibt die Situation, der Bottom-Text stellt die Pointe dar.
Der Text ist mit der Schriftart Impact verfasst. Deshalb wird Impact auch gerne als Meme-Font bezeichnet. Alle Buchstaben werden meistens groß geschrieben und die Schriftfarbe ist weiß mit schwarzer Kontur, wie man in dem Beispiel hier ganz gut sehen kann. Das Bild, welches mittig zentriert ist, dient als Key- und Catch-Visual und beinhaltet Stock-Characters, prominente und Massenmedienfiguren. Etablierte Memes haben auch noch einen Namen, der die Bedeutung des Memes anreißt, beziehungsweise eine Phrase, die im Meme vorkommt, nennt. Hier einmal drei Beispiele. Einmal SpongeBob als Massenmedienfigur, Obama als Prominenter und Hyde the Pan Herald als Stock-Character. Sobald Memes sich etabliert haben, also viele sie kennen, bilden sich sogenannte Templates, also Schablonen. Hier sieht man ein paar Beispiele. Templates sind also quasi Frames von Memes, in denen das Hintergrundwissen entscheidend ist für die Interpretation. Um das nochmal zu verdeutlichen, ein Zitat von Fillmore: Particular words or speech formulas or particular grammatical choices are associated in memory with particular frames in such a way that exposure to the linguistic form in an appropriate context activates in the perceiver's mind the particular frame. Frames werden hier natürlich auf der sprachlichen Ebene gesehen und ich denke, man sieht, dass man Frames auch sehr gut auf Internet-Memes allgemein und Image-Makros im Speziellen anwenden kann. Ich habe ja schon kurz von Phrasen gesprochen, die in einigen Memes immer wieder vorkommen. Sowas nennt die Community Schneeklone oder Snowclones. Dabei handelt es sich also um Schrifttext-Memes, in denen Wörter oder Phrasen ausgetauscht werden können. Ja, warum das Ding Schneeklon heißt, wird klar, wenn man sich den Schablonensatz ansieht, der ganz typisch ist im Journalismus. So wie Eskimos eine bestimmte Anzahl an Wörtern haben für Schnee und so weiter. Daher Schneeklon. Bevor ich auf ein paar Beispiele eingehe, möchte ich noch kurz eine Möglichkeit vorstellen, wie man Image-Makros ordnen kann. Und zwar hat Andreas Osterroth festgestellt, dass Image-Makros auf Sprach- und Bildebene variieren können und auch auf intertextueller Ebene. Das heißt, wenn sich ein Meme auf ein anderes bezieht. Ja, ich habe keine Ahnung, warum ich hier die ganze Zeit intertextuell sage. Ich meine natürlich interstrukturell. Ich meine nicht, dass intertextuell falsch wäre, aber ich meine in diesem Fall interstrukturell. So. Und außerdem weisen verschiedene Memes auch unterschiedliche syntaktische und pragmatische Stränge auf. So, und jetzt zu ein paar Beispielen. All your base are belong to us ist eines der ältesten Internet-Memes. In der Mitte oben seht ihr den Original-Screenshot aus dem Spiel Zero Wing. Der Text ist die Folge einer furchtbaren Übersetzung vom Japanischen ins Englische. Ihr seht, dass das Bild weniger im Fokus steht, aber der Text einen Schneeklon bildet, der übernommen wird. Also All your eggs are belong to us. Ganz rechts ist auch noch eine Variation auf intertextueller Ebene, da hier mehrere Memes ineinander greifen. Ich glaube insgesamt drei. One Does Not Simply agiert ähnlich wie All Your Base. Es handelt sich auch um einen Schneeklon, diesmal aus dem Film Lord of the Rings. Der Originalsatz One Does Not Simply Walk into Mordor wird hier von dem Charakter Boromir gesagt. Das Bild ist hier von großer Bedeutung und wird auch meist beibehalten. Man sieht aber auch hier unten rechts, dass es da Ausnahmen gibt. Advice Animals sind relativ prototypisch aufgebaut. Hier als Beispiel Advice Dog. Es gibt hier keinen Schneeklon, aber es sollte sich im Text um eine Art Ratschlag handeln, egal wie eigenartig der ist. Dieser Moment, wenn X ist ein deutsches Meme. Interessant hier ist die Wenn-Dann-Struktur, da in vielen Fällen der Wenn-Teil im Text beschrieben wird und der Dann-Teil im Bild verdeutlicht wird. Eines meiner Lieblingsmemes ist In Germany we don't say X, we say Y and I think that's beautiful. Hier handelt es sich um ein reines Textmeme mit Schneeklonen und hier wird meist ein Allmann-Klischee beschrieben. Ja, nicht alle Image-Makros entwickeln solche Templates oder Klone. Viele werden auch ad hoc einfach im Gespräch als Bild- oder Sprechakt verwendet. Das Beispiel zeigt eine mögliche Reaktion auf einen Angriff im Chat beispielsweise. Don't like my sarcasm, well I don't like you stupid. Hier könnte die Elokution sein, hiermit beleidige ich dich oder stelle deine Intelligenz in Frage. Und die Perlokution könnte lauten, indem ich deine Intelligenz in Frage gestellt habe, habe ich dich provoziert. Es wird also durch dieses Meme beleidigt und provoziert. Diese Wirkung wird noch verstärkt oder erst möglich,
wenn man auch den Charakter, den das Meme darstellt, kennt, in diesem Fall eben Dr. House. Das Ganze kann sogar so weit gehen, dass ganze Gespräche nur mit Memes vollzogen werden, so wie hier. Man kann es dann auch noch rein sprachlich übersetzen, aber es wird deutlich, dass Memes eine ganz andere Wirkung erzeugen, nicht ganz so seriös klingen, also halt nicht so ernsthaft sind wie einfach so ein Text. Einige Eigenschaften von Internet-Memes allgemein und Image-Makros im Speziellen sind unter anderem folgende. Einige Memes weisen absichtlich sprachliche Fehler auf. Durch Anonymität im Netz können Gedanken ungefiltert dargestellt werden. Memes sind oft relatable, also quasi man kann nachempfinden, was der Autor meint. Und oft ist ein Common Ground, also ein gemeinsames Kontextbewusstsein vonnöten, um überhaupt kommunizieren zu können. Dazu nochmal die zwei Beispiele. Man sieht hier ganz deutlich, dass auf der rechten Seite zumindest soll relatable sein. Und auf der linken Seite zeigt natürlich ganz deutlich die Anonymität, die dieser Person die Möglichkeit gibt, diese Aussage zu machen. Und außerdem muss man natürlich wissen, dass es sich bei diesem Meme um den Confession Bear handelt. Also wenn man das nicht kennt, dann ist es halt nicht so eindeutig. Bottom-up und Top-down meint, dass Image-Makros von einzelnen Usern zwar erstellt werden, aber sobald sie etabliert sind, können sie auch Ausdrucksmöglichkeiten diktieren. Memes können außerdem sehr konservativ und negativ sein. Das liegt einfach daran, dass Memes oft von weißen Männern erstellt werden und dass Frauen und Minderheiten marginalisiert werden. Es kommt also zu Sexismus, Rassismus etc. Und negativ ist es halt so, dass im Internet oft negative Gefühle als aufrichtig angesehen werden und positive Gefühle verspottet werden. Ja, dazu auch nochmal zwei etwas ernsthaftere oder sehr ernsthafte Beispiele, die zeigen, wie negativ und konservativ es gehen kann. Ja, die Eigenschaften, die ich gerade genannt habe, treten nicht bei allen Memes auf und deshalb hier nochmal drei gemeinsame Eigenschaften von Memes, also die alle haben. Und zwar ist das die Hypersignification, Prospective Orientation und Operability. Hypersignification meint, dass der Prozess, wie ein Meme entsteht, nicht verheimlicht wird, sondern selbst zum Zeichen wird. Prospective Orientation heißt, dass Memes immer in die Zukunft blicken, dass sie immer neue Variationen von sich fordern, also immer mehr wollen, immer mehr variiert werden wollen. Und Operability bedeutet, dass die Kombination von digitaler Technologie und partizipativer Kultur die Funktionsfähigkeit von Memes erst möglich macht. Letzte Frage, sind Memes Texte? Kurze Antwort, ja. Längere Antwort, wenn man sich den Textbegriff, den erweiterten Textbegriff vor Augen führt, dann sind auch Bilder, Videos, Kleidung etc. les- und schreibbare Objekte und damit auch Texte. Und darunter fallen dann auch Memes. Und auch alle möglichen Textmerkmale, hier sind nur einige genannt, treffen auf Memes zu. Vor allem die Textfunktion wurde ja auch im Bildakt und Sprechakt deutlich. Da wurde halt provoziert und beleidigt. Man könnte sogar sagen, dass Memes Metatexte sind, da es sich nicht nur um eine Ansammlung ähnlicher Texte handelt, sondern der abstrakte Text, also der abstrakte Metatext, aktualisiert sich durch Variation auch ständig in neuen Texten wieder. Ob Memes jetzt auch kurze Texte sind, kann man auch einigermaßen eindeutig mit Ja beantworten. Da nur wenig Raum gegeben ist, es sich um eine konventionalisierte Form handelt, mit den wenigen grammatischen Merkmalen muss man immer auf das Meme gucken. Also je nach Meme kann das unterschiedlich sein. Auch der Kontext, je nach Meme ist der Kontext eindeutig oder nicht so eindeutig, aber es gibt natürlich eine funktionale Textbild-Arbeitsteilung relativ oft. Ja, und dann sind wir schon wieder am Schluss angelangt und hier noch ein paar kurze Denkanstöße für die Diskussion gleich. Was verbindet ihr mit dem Begriff Meme? Habt ihr schon selbst Memes erstellt und verbreitet, öffentlich oder privat? Was haltet ihr davon, ganze Gespräche allein durch Memes zu führen? Und im Zusammenhang mit Lehre in Schule und Universität, ist der Einsatz von Memes als Informationsübermittlung, als Wissensfestigung, unterhaltender Aspekt im Unterricht sinnvoll? Dazu haben wir auch noch einen Artikel von Bob Blume, den wir auch gleich in Matrix noch einstellen. Könnt ihr ja mal drüber gucken, da geht es dann um Memes im Deutschunterricht. Ja, da bedanken wir uns ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und hoffen, dass wir uns gleich in der Diskussion sehen. Bis dann!